Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und ihr seht es schon, neues Event, neues Video. Ich versuche mich wieder dran zu halten. Heute und für die nächsten Tage zusätzlich zum laufenden Runenhilfe-Upgrade-Event, das dürft ihr nicht vergessen, da ist Woche 3 gestartet gestern Abend, haben wir heute täglich Missionspunkte-Event. Da ist ein lustiges Devilmon auf dem Bild, jetzt sind wir mal gespannt, ob es da auch wirklich eins gibt. Wie funktioniert das? Also, wir müssen Missionen absolvieren, um täglich Belohnungen zu erhalten. Für eine Mission, für 3 und für 5 scheint es irgendwie diese Belohnungen zu geben. Wie, was sind das für Missionen? Okay, ich habe es mir schon mal angeguckt, deswegen kann ich relativ zügig drüber gehen und es euch sagen. Also, es gibt im Prinzip 4 Arten von Missionen und dort jeweils 5 Zielpunkte, Meilensteine können wir es mal nennen, die ihr erreichen könnt. Ihr könnt pro Tag maximal 5 Punkte bekommen. Das heißt, ihr habt sehr, sehr viele Möglichkeiten, auf diese 5 Punkte zu kommen. Ihr könnt aus jedem von diesen 4 Kategorien einen Punkt holen und aus einem von denen dann einen zweiten, das sind auch 5. Ihr könnt aus einem alle 5 holen. Ihr könnt hier 2 und hier 3 sind auch 5, also dann hier 3 sind auch 5 oder ihr macht 2, 2, 1 ist auch 5. Ihr habt also eine Riesenauswahl. Ich denke, betritt die Arena plus Gildenkampf plus Belagerungskampf. Allein das wird euch montags und mittwochs, wenn BK ist, oder allgemein jeden Tag mindestens locker diese 5 Punkte bringen. Wenn ihr wenig Zeit habt, dann zumindest 2 von den 5 Punkten, weil ihr, ja, oder zumindest die 10 sogar, weil ihr ja eure täglichen Arena-Fights gegen diese Computergegner macht. Und das sind, glaube ich, jeden Tag 10 Stück oder 9. Also da könnt ihr auf jeden Fall schon mal mindestens 3 Punkte geschenkt haben. So, und dann holt ihr euch die anderen beiden, holt ihr euch irgendwie über Kairos Dungeons, Szenario, easy peasy. So, was können wir mit den 5 Dingern täglich machen? Für einen Punkt bekommt ihr 50.000 Mana, für 3 Punkte, also 3 erfüllte Meilensteine, bekommt ihr nochmal 100 Energie dazu. Und wenn ihr 5 Meilensteine am Tag, 5 Punkte euch sammelt, dann bekommt ihr jeden Tag eine MS. Beziehungsweise, das ändert sich jeden Tag. Dieses letzte hier, das steht hier unten, die tägliche Sonderbelohnung, das ist die hier, ändert sich zwischen mystische Schriftrolle, Beschwörungsstein und Kristallen täglich um 17 Uhr. Das heißt also, heute am ersten Tag bekommt ihr eine MS, morgen ist es dann wahrscheinlich sind es Beschwörungssteine, der Tag darauf sind es Kristalle und dann fängt es wieder mit einer MS an. Also das ist relativ einfach zu verstehen, 3 Dinge, die rotieren. So, jetzt sammelt ihr jeden Tag diese 5 Punkte und mit diesen 5 Punkten bekommt ihr hier nochmal einen Counter, der bis 30 geht. Das heißt, wenn ihr das jeden Tag macht, habt ihr nach 6 Tagen hier 30 von 30. Moment. Das ist ein neuer Event, oder? Holt ihr jeweils 10 Punkte, wenn du 300, 500 und 1000 Kristalle erwirbst. Bonuspunkte werden deiner Gesamtpunktzahl angerechnet. Bis zu 30 Punkte verfügbar. Also das scheint, das ist ja blöd, das heißt hier alles Bonuspunkte, Bonuspunkte. Oder heißt das hier nicht Bonuspunkte? Ne, gesammelte Punkte und dann gibt es nochmal Bonuspunkte, Entschuldigung. Bonuspunkte bekommt ihr, wenn ihr in irgendeiner Art und Weise Kristalle erwerbt. Ihr seht das 107 und oben habe ich noch kein einziges Ding gemacht. Also ich habe schon in irgendeiner Art und Weise durch irgendwelche Belohnungen für einen Weltenboss und so Gedöns, habe ich schon 107 Kristalle bekommen. Und dann bekommt ihr ja pro Tag nochmal 3 Kristalle, glaube ich, fürs Einloggen. Nochmal, ich glaube, 7 für alle 12 Missionen. Dann nochmal 15, wenn ihr dann diese Bonusmission, diese tägliche Bonusmission macht, was dann immer ein Riss-Dungeon oder Raid oder sowas ist. Oder Dragons oder Necro 5-mal, genau. Also da könnt ihr auf jeden Fall auch noch einige Punkte, kriegt ihr geschenkt. Und dann müsst ihr halt mal gucken, wie ihr Kristalle in irgendeiner Art und Weise noch erwerbt. Also wahrscheinlich Szenario-Farmen, alles mögliche Farmen. Ich glaube, beim Raid funktioniert es nicht, aber bei Szenario und Kairos Dungeon könnt ihr Kristalle bekommen, wenn ihr farmt. Okay, da könnt ihr also auch nochmal Kristalle sammeln und Bonuspunkte werden dann angerechnet. Hier steht jetzt nichts davon, dass das an einem Tag sein muss. Also so wie ich das verstehe, gilt das für den kompletten Event-Zeitraum. Und das heißt also, ihr könnt innerhalb von den... Wie lang geht das Event? Müssen wir mal hochscrollen. Ich vermisse diese Buttons, die früher mal hier hatten, wo man immer hochspringen konnte und runterspringen. Das Event geht bis zum 4.8., das sind 2 Wochen. Ne? Steht auch irgendwo unten drunter, 13 Tage. Hier,
13 Tage, 8 Stunden, also insgesamt 14 Tage ist das verfügbar. Hier könnt ihr also innerhalb von 14 Tagen diese 1000 Punkte versuchen zu erreichen. Da kriegt ihr ja nochmal Belohnungen vom Weltenboss, dann kriegt ihr nochmal Belohnungen von Gildenkampf und von Belagerungskampf eventuell und dann von Tartaros Dungeon könnt ihr Belohnungen bekommen. Also da gibt es noch viele Sachen, wie ihr auch ohne Geld zu investieren eventuell sehr nah an die 1000 Kristalle kommt oder die vielleicht sogar ohne Geld zu investieren bekommt. Ich werde es versuchen, ohne Geld zu schaffen, einfach weil es mich interessiert, ob das schaffbar ist. Und wenn ich es nicht schaffe, habe ich halt Pech gehabt. Okay, das also dieser Teil. Wie gesagt, hier steht jetzt nichts davon, dass das täglich irgendwie zurückgesetzt wird. Das heißt also, das wird wahrscheinlich über den gesamten Event-Zeitraum stattfinden. Hier steht jetzt noch nicht, was man mit diesen Bonuspunkten machen kann. Ich vermute, die werden noch addiert auf hier unten. Genau, Punkte gesamt. Hier kriegt ihr also nochmal Belohnungen und da ist es. Da ist es Devilmon. Also oben für jeden Tag 5 Meilensteine schaffen, gibt es 5 Punkte. Das heißt, ihr könnt hier jeden Tag 5 Punkte sammeln. Ihr kriegt also am ersten Tag schon, wenn das voll macht, hier 100 Energie. Am zweiten Tag 100 Kristalle, die werden wahrscheinlich auch oben auf diese Bonuspunkte drauf zählen. Dann am vierten Tag 30 von diesen antiken Münzen, am sechsten Tag 100 Beschwörungssteine, am achten Tag 3 Elementschriftrollen und am zehnten Tag das Devilmon. Wenn ihr diese Bonuspunkte bekommt, dann schafft ihr das natürlich auch noch früher, weil die, gehe ich mal von aus, werden hier mit reingerechnet, ansonsten wären sie vollkommen sinnlos. Das heißt also, wenn ihr irgendwie Kristalle kauft mit Geld, dann könnt ihr hier schon 30 Punkte auch am ersten Tag schaffen, habt ihr schon bis hierhin alles erledigt, dann braucht ihr nur noch 4 Tage und dann habt ihr das Devilmon. Okay, bitte lesen. Du kannst Punkte erhalten, wenn du die Missionen, 20 Missionen täglich absolviert, bis zu 5 Punkte pro Tag. Tägliche Sonderbelohnung wird zurückgesetzt, Beschwörer mit Level 49 oder niedriger wird der Schwierigkeitsgrad des Events herabgestuft, sehr gut zu wissen. Das Betreten vom Dimensionsriss für die Szenario-Mission, geheime Dungeons für die Mission im Chaos-Dungeon und Weltarena für die Arena-Mission zählen nicht. Betreten vom Dimensionsriss für die Szenario-Mission. Aber oben steht doch Dimensionsloch zählt. Was meinen die mit Dimensionsriss? Verstehe ich gerade nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das sein soll. Habe ich jetzt gerade auf der Schnelle nicht im Kopf. Die Eventbelohnungen sind nach Beendigung für weitere 24 Stunden verfügbar. Bitte starte das Spiel neu, wenn es zu Verzögerungen kommt und bla 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 bla. Bitte versuche das Spiel neu zu starten, wenn du die Belohnungen nicht hast. Die dauernd verbleibende Zeit für das Event ist von der Zeitzone abhängig. Für Fragen und Anmerkungen bla bla bla. Also, hier steht jetzt noch nicht nochmal, ob das drauf addiert wird, diese 30 Punkte, aber wozu sollen die sonst sein? Also ich gehe mal davon aus, dass ich recht habe. Falls dem nicht so ist, auch gerne in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und denkt dran, das Event-Video bringe ich jetzt so schnell wie möglich online. Und heute nach 12 werde ich noch Stones beschwören. Das sind, glaube ich, so ein bisschen was über 10 Beschwörungen plus eine Light Dark plus, ich glaube, 2-3 MS. Vielleicht kaufe ich noch einen Pack. Also ein kleines Monday-Morning-Summoning, aber halt am Nachmittag, weil ich diese Stones-Rotation abwarten will. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.